Juhu, Raketen und liebe alle anderen, die an Weihnachtsdeko interessiert sind. In diesem Video erzähle ich euch, wie wir unser Haus weihnachtlich geschmückt haben, außerdem wie unser Weihnachtsbaum aussehen wird und es gibt noch ein paar Ideen zum Adventskranz. Los geht's! Starten wir direkt mal mit dem Adventskranz. Der sieht in diesem Jahr genauso aus wie im letzten Jahr. Ich hatte mich im letzten Jahr in eine tolle Holzschale verliebt, die man laut Hersteller sowohl als Obstschale wie auch als Adventskranz nutzen kann. Wir nutzen sie jetzt wirklich nur als Adventskranz, weil da natürlich auch vier Löcher reingebohrt sind, wo dann eben so diese Kerzenhalter auch reinkommen. Und im letzten Jahr wollte ich eben auch etwas haben, was zu unserer Einrichtung passt. Unser Wohnzimmer ist ja so mit dem schweren Ledersofa oder mit diesen antiken Möbeln, ja schon auch sehr rustikal und eher im Landhausstil eingerichtet, und dazu wollte ich dann eben einen passenden Adventskranz haben, und deshalb habe ich dann eben zusätzlich zu dieser Holzschale einfach noch so ein paar Eukalyptuszweige beim Blumenhändler gekauft, habe vier Kerzen reingestellt, also ich wollte die auch unbedingt in Weiß haben, und habe dann die Eukalyptuszweige mit Weihnachtskugeln fixiert sozusagen, also die liegen da wirklich nur so drin, und dann habe ich da eben diese Weihnachtskugeln draufgelegt, und ich finde, dass es insgesamt einfach super harmonisch aussieht und farblich eben auch genauso zu unseren Braun-Natur-Goldtönen passt, die wir eben auch im Wohn- und Esszimmer haben. Unser Weihnachtskranz ist also super schlicht. Ich finde ihn aber trotzdem total elegant. Man kann natürlich auch, wenn man möchte, das Ganze farblich so ein bisschen aufpimpen und könnte da in der Mitte natürlich auch noch goldene Kugeln oder rote Kugeln reinlegen. Dann würde das Ganze vielleicht noch weihnachtlicher aussehen. Aber so wie es jetzt eben ist, finde ich es total schön und passend zu uns. Unser Weihnachtsbaum war letztes Jahr auch in diesem Goldschampagner, Champagner, Orange, Kupfer, Brauntönen, und das wollte ich dieses Jahr aber ändern. Schuld daran ist unsere Nachbarin, die ein wunderschönes Mitbringsel zu unserem Pizzaabend dabei hatte, nämlich neuen Weihnachtsbaumschmuck, und der sieht folgendermaßen aus. Das sind diese schönen Kugeln hier, oder ich weiß nicht, nennt man das überhaupt Kugeln? Auf jeden Fall ist es ein wunderschöner Weihnachtsbaumschmuck, und dazu hatte sie solche brombeerfarbenen Kugeln auch kombiniert. Und ich fand das so schön. Also ich finde, dass es farblich, so sehe ich das am besten, ich finde, dass es farblich wirklich total gut zusammenpasst. Und deshalb habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, mehr in diese Brombeer-Rosé-Goldton-Richtung zu gehen. Unser Baum wird auch circa 3 Meter groß sein. Das heißt, ich habe noch jede Menge hier von diesen Kugeln auch besorgt. Und ich finde, das ist dann halt echt so eine wirklich schöne Mischung. Also diese Brombeertöne mit diesen Rosé-Tönen, mit den Champagner-Tönen. Und dazu kommen dann eben immer noch so ein paar kleine Highlights. Das sind nämlich Kugeln, die ich in den letzten Jahren gekauft habe und gesammelt habe. So Einzelstücke auch. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn der Baum eben auch so Erinnerungen trägt. Christian und ich machen das ja immer so, dass wir im Urlaub, wenn wir eben sowas finden, Weihnachtsbaumschmuck kaufen. Und dieser Schmuck erinnert uns dann eben an Weihnachten, immer an unsere Reisen. Und da haben wir in den letzten Jahren ganz schön was zusammengesammelt. Und ja, diese Erinnerungsstücke kommen dann eben auch noch an den Baum. Wir werden keine echten Kerzen haben. Das ist mir ja mit Kind und Hund so ein bisschen zu gefährlich. Das heißt, es wird dann eben auch so eine Lichterkette geben. Und dann haben wir natürlich auch noch einen stabilen Weihnachtsbaumständer. Wobei mir letztes Jahr der Baumverkäufer erzählt hat, dass es gar nicht wichtig ist, wie viel Wasser dieser Weihnachtsbaumständer aufnehmen kann, weil der Baum wohl gar kein Wasser mehr zieht, weil das eben nicht mehr die Wurzeln sind. Und er meint, das sei ein totaler Mythos, dass man dann eben denkt, je mehr Wasser oder je mehr man darauf achtet, dass der Baum genügend Wasser hat, desto länger hält er. Also er hat gesagt, das ist eigentlich egal. Man könnte ihn auch ohne Wasser hinstellen. Ich weiß nicht so richtig, ob da wirklich was dran ist an der Sache. Also wenn ihr euch damit auskennt, dann schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Was die restliche Wohnung angeht, bin ich eigentlich auch nicht so dieser krasse, übertriebene Weihnachtsdeko-Typ. Also ich mag es auch da eher natürlich. Und die habe ich euch zum Beispiel schon bei Instagram gezeigt. Das sind solche Weihnachtssterne, die sind irgendwie aus Papier, aber das ist irgendwie in so einer Holzoptik eben. Und das ist auch ein sehr, also Karton, so ein dünner Karton ist das eigentlich. Und die kann man eben auch immer super schön wiederverwenden. Die sind hier unten mit so einem Magnet. Das heißt, man kann die, wenn man die nicht mehr braucht, wieder schön zusammenfalten und bis zum nächsten Weihnachtsfest aufheben. Und die hängen bei uns so im ganzen Haus verteilt an den Fenstern. Das finde ich einfach wunderschön. Das ist nicht übertrieben. Passt eben auch super gut zu unserer restlichen Deko. Ansonsten dekoriere ich auch total gerne mit so weihnachtlichen Kissen, wie sowas hier zum
Beispiel. Oder, hier, passend dazu, die liegen zum Beispiel bei uns jetzt immer auf dem Bett. Also ich habe so eine Tagesdecke und im Sommer Kissen, die eben auch so weiß-gold sind, aber mit so Ananasmuster oder wie auch immer. Und im Winter finde ich das eben schön, wenn es alles so ein bisschen weihnachtlicher ist. Da unser Flur auch eher clean ist, also alles so in weiß gehalten ist, fand ich es da ganz schön, wenn dort eben so ein bisschen buntere Kugeln sind und habe mich da dann eben auch so für diese brombeerige Pink-Richtung entschieden und habe eben ganz viele Kugeln in unsere zwei großen Vasen gelegt. Da sind normalerweise immer so Blumensträuße drin im Sommer, aber so jetzt um die Weihnachtszeit finde ich das eigentlich mit den Kugeln ganz schön. Ist auch pflegeleicht, man tut sie einmal rein und muss nichts mehr machen. Was ich auch ganz gerne so in der Winterzeit mache, ist zum Beispiel diese Fake-Felle auf die Stühle zu legen. Das finden die Leute auch immer ganz angenehm, wenn man sich dann da so anlehnt und da sind dann eben so diese Fellteile dann eben auf der Rückenlehne. Und was bei uns als Deko im ganzen Haus auch verteilt ist, sind solche Spieluhren. Auch die kann man ja gerade überall kaufen. Manchmal sind auch Lebkuchen noch drin und ich heb die dann eben immer auf und hole die dann zur Weihnachtszeit eben raus. Und Nikolas mag das auch gerade total gerne, die dann eben aufzuziehen und dann läuft irgendwie schöne Musik. Also das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne und unkomplizierte Idee. Und was ich auch ganz hübsch finde, sind dann eben so Bilder mit weihnachtlichem Text. Da gibt es auch eine riesige Auswahl. Und auch das finde ich eigentlich ganz schön, wenn die eben so in diesen Goldtönen sind. Das fügt sich bei uns dann eben auch ganz schön ein. Es ist nicht zu sehr auf die 12, es ist eben so ein bisschen Weihnachtsdeko, es sieht alles so ein bisschen festlicher aus, aber ist halt nicht zu bunt und zu quietschig, weil das, glaube ich, würde auch nicht zu uns passen. Ich finde es immer super schwierig, Tipps zu geben, was jetzt so Deko angeht oder auch Einrichtungstipps, aber ich werde ganz oft von euch gefragt. Ich finde ja immer, es ist mehr so ein Bauchgefühl, also so wie man sich ja auch täglich anzieht. Ich denke, genauso kann man ja auch seine Wohnung ankleiden und das ist einfach, Schönheit liegt da auch im Auge des Betrachters. Ich finde, da gibt es einfach kein Falsch. Also worauf ich einfach achte, ist, dass ich so eine gewisse Grundstimmung, so eine Grundfarbe in unseren Wohnräumen habe und da wisst ihr ja auch, das sind eben so diese goldbraunen Champagnertöne, so Naturmaterialien, Leder. Ich also kombiniere das eben sehr gerne. Aber wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Das Wichtigste ist einfach nur, dass es Spaß macht zu dekorieren, dass man das eben für sich genießen kann und dann hat man auch schon alles richtig gemacht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, worauf ihr bei der Weihnachtsdeko Wert legt, was ihr für Farben an Weihnachten toll findet. Lasst gerne Inspirationen auch für andere da und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.